Ja, eine andere Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, selbst wenn man in einem großen Unternehmen ist, heißt es nicht unbedingt, dass das Internet gut ist. Denn teilweise hat man ja Reaktionszeit von 5 Sekunden oder länger, wenn man die Laptop lädt. Deshalb ist Arbeiten auf jeden Fall sehr interessant gestaltet. Aber nichtsdestotrotz haben wir unser Projekt fertiggestellt und freuen uns natürlich, es zu präsentieren. Also, was Lotte vorhin schon gesagt hat, in ihrem kleinen Teil über unsere Erfahrungen bisher, das ist natürlich alles toll. Und eine andere Erfahrung, die wir noch gemacht haben, war das U-Bahn-System in Tokio. In vielen Punkten, dem Deutschen weit voraus, es ist sehr viel übersichtlicher, sehr viel koordinierter und einheitlicher. Aber für deutsche Touristen kann es trotzdem sehr schwierig werden, wenn man Karten sieht, die auf Japanisch sind und von der Komplexität dann doch etwas groß sind. Und wenn man im Schüleraustausch ist, kann man sich folgendes Szenario einfach mal vorstellen. Man ist in 3 Punkten in der Stadt verteilt und möchte sich treffen. Das sieht jetzt zunächst wie ein einfaches Problem aus, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wo man sich eigentlich trifft und das Ganze halbwegs effizient gestalten will, wird es schon ein bisschen kompliziert. Die Frage also, wo treffe ich mich? Genau hier setzt unsere Anwendung ein. Unsere Anwendung berechnet den besten Punkt, an dem man sich treffen kann, mit der schnellstmöglichen Zeit. Deshalb freuen wir euch, heute hier an der Konferenz zu präsentieren. Genau, für das Problem, um das Problem überhaupt erstmal zu lösen, irgendwie Leute irgendwo hinzubringen, muss man natürlich irgendwie einen Algorithmus implementieren, der eben einen guten Treffpunkt berechnet. Aber der braucht ja auch irgendwelche Daten. Und es stellt sich heraus, dass in Tokio so 2 Firmen die U-Bahn betreiben und die denken sich halt, dass man eigentlich ganz gut Geld damit verdienen kann, diese Daten vom Metroplan an irgendwelche Firmen zu verkaufen, dass die dann damit zum Beispiel, keine Ahnung, Google Maps kann eben anzeigen, welche U-Bahn man nehmen muss und die haben dafür gezahlt. Wir haben leider nicht so viel Geld und außerdem ist das gar nicht so und wäre es gar nicht unser Ansatz. Uns würde es viel, viel, viel besser gefallen, wenn einfach jeder diese Daten haben kann, mit diesen Daten auch was machen kann. Und was macht man, wenn man keine Daten hat? Man tippt den Metroplan ab und inklusive Zeiten zwischen U-Bahn-Stationen, die wir abgetippt haben für jede Linie von ergoogelten Bildern von Schildern in U-Bahn-Stationen in Tokio. Also da gibt es halt so Schilder und da stehen die einzelnen Stationen drauf und die Zeiten, die es dazwischen braucht, und das sieht man eben hier. Und zusätzlich mussten wir dann noch alle Umsteigemöglichkeiten in Tokio, das sind nicht alle, die Datei ist noch viel länger, abtippen vom U-Bahn-Plan. Und dann konnten wir endlich berechnen, welche Verbindungen zwischen U-Bahn-Stationen in Tokio es überhaupt insgesamt gibt. Und das sind viele. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus der Datei. Also das sind alle Verbindungen, die es gibt oder eben nicht gibt. Und damit sind wir endlich an einem Punkt, wo wir überhaupt Daten herumschieben können. Und so sieht das aus. Und hier geht es weiter mit dem. Weil das Problem vor allem unterwegs auftritt, haben wir uns bei Underground Meetup von Anfang an auf Handys konzentriert. Wir haben also ein paar Zeichnungen des Designs auf Papier gemacht und das dann HTML und CSS implementiert und später mit dem Rest des Codes verbunden. Wie man sieht, muss man in wichtigen Interfaces lediglich 2 oder mehr Stationen eingeben. Und ein Treffpunkt wird berichten, der Treffpunkt und die Routen dort nicht wird dann unten angezeigt. Und so kommt man dann eben von seinen 3 Ursprungsstationen, die wir hier rot eingekastelt haben, sind zu einer Station, die man eben shared zum Beispiel, bei der man sich gut treffen kann. Und die Fahrzeit, die was ungefähr gleich ist. Und technisch basiert das auf einer Python-Library, die Levi maßgeblich implementiert hat. Die enthält eben den Pathfinding-Algorithmus, der auf Basis der Metrodaten, die wir eben und Starbuck vor allem maßgeblich krank im Bett abgetippt hat,
eben einen Treffpunkt berechnet und dann gibt es einen Server, der auch in Python eben zwecks der Kompatibilität mit der Library implementiert ist, der auf dem WebFramework Class basiert, der einfach die Seite ausliefert, die auf dem Handy angezeigt wird, plus eine API bereitstellt, die diese eben auch verwendet, um den Treffpunkt eben abzufragen. Und genau, der Client ist eben dann diese erwähnte Webseite, die in JavaScript eben da dynamisch die Seite abfragt. Und dann kann man sich endlich in Tokio treffen, ohne verloren zu gehen. Genau, und hier unten sieht man vielleicht, wenn sich Levi Cook die URL genau durchtrennt, wo unser Projekt zu finden ist und auch die Daten von der Tokio Metro, die wir eben abgesetzt haben.